Oh was? Ich wollte eigentlich gerade den Part beenden. Ach du Schande. Ja gut. Hallo Zwergenfee. Ich gratuliere dir. Wie ich sehe, hast du nun alles beisammen, was man für die Mega-Entwicklung braucht. Ein Megastein für deine Pokémon, ein Mega-Ring für dich, den Trainer und ein starkes Band zwischen euch beiden. Band? Na, das Band der Freundschaft und des Lächelns. Das ist nur eine Theorie von mir, aber ich glaube, das Band zwischen Pokémon und Trainer ist es, was diese Mega-Entwicklung erst möglich macht. Aber was genau ist dieses besagte Band? Warum gibt es nur in Kalos Fälle von Mega-Entwicklungen? Ist doch gar nicht wahr. Es gibt noch so viele ungeklärte Fragen. Vielleicht ist das ja so wie mit den legendären Pokémon von Kalos. Die existieren schließlich auch nur hier in Kalos-Region. Oh, aber ja doch, guter Einwand. Je mehr man weiß, desto mehr gibt es zu erforschen. Da wird einem ja nie langweilig. Oh, aber das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich bin gekommen, um dir das hier zu geben. Zwergenfee, das Item VM02 Fliegen. VM02 wurde in der TM- und VM-Tasche verstaut. Mit VM-Fliegen kommst du im Nu zum Pokémon-Center von jeder Stadt, die du schon einmal besucht hast. Bis später, Zwergenfee. Auf baldiges Wiedersehen, Janta. Wenn ich schauspielere, suche ich stets nach der Verbindung zwischen meinen Figur und mir selbst. Wenn ich mich darauf versteife, was die Figur von mir unterscheidet, bin ich sie schnell leid. Aber finde ich die Gemeinsamkeiten, kann ich mich wunderbar in diese Figur hineinversetzen. Aber genug davon. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bestreiten wir einen Pokémon-Kampf. Dann nehme ich mein Gift, da kannst du Gift drauf nehmen. Selbst die Schauspieler und die Anta nimmt die Magnetbahn. Bahn frei für die Magnetbahn. Bitte begib dich zunächst zum Schalter, wenn die Magnetbahn fahren willst. Sei mir gegrüßt, möchtest du mit der Magnetbahn fahren? Auf geht's. Let's go. Aha. Das war ja so mittelmäßig hübsch. Die Magnetbahn fährt immer weit wieder vor und zurück. Das erinnert mich an ein Metronom. Zwergenfee als ein Metronom. Setzt ein Pokémon ein Metronom ein, hält wieder dieselbe Attacke ein. Wie, was? Und wird diese stärker. Irgendwie so. Sag, was machst du lieber, Pokémon oder die Magnetbahn? Ich mach beides, aber die Magnetbahn ist super, weil man damit an ferne Orte gelangt. Okidoki. So, ab ins Pokémon-Center mal das Team aufheilen. Das wäre nicht schlecht. Hat es bitter nötig. Na komm. Und ich mache eine kleine kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao, ciao. Und weiter geht's. Wir haben Pokémon Y. Ich habe zwischendurch eine kleine Aufnahmepause gemacht. Und jetzt geht's hier direkt weiter. Wir erkunden mal Tempera City, muss das sein. Ja, Tempera City. Ich habe es richtig gelesen vorhin im gerade eben im Titelbildschirm. Ja, hier geht's rein. Waren wir hier schon drin? Haben wir das im letzten Part schon geguckt? Ich glaube eher nicht. Dann reden wir mal hier mit den Leuten. Gehen wir mal wieder Hausfriedensbruch. Heute mal ein bisschen Städtchen erkunden und so weiter. Hey Kindchen, kennst du zufällig Vivian, eine Wissenschaftlerin aus der Einer-Region? Sie hat ein System namens Spielsynchro entwickelt. Das ist der absolute Wahnsinn, sage ich dir. Aha, wenn du das so sagst und das so meinst. Pokémon, die per Spielsynchro schlafen. Geschickt wurden Träumen im Schlaf. Aha,
Das erinnert mich an Pokémon Weiß und Schwarz. Da gab es doch dieses Schlafdingens, was man nicht wirklich genutzt hat. Pokémon sind mit den Fähigkeiten Insomnia und Munterkeit schlafen einfach nicht ein. Ja. Pokémon mit Schlaflosigkeit und Schlaflosigkeitserkrankung und munter und wach bleiben. Ja. Ja gut. So, wen haben wir hier? Ein Dreierkampf. Ja, Dreierkampf habe ich richtig gelesen. Und beim Reihumkampf setzt man drei Pokémon auf einmal ein. Angeblich wurden diese neuen Kampfformen in der Einhalt-Region entwickelt. Hallöchen. Wer Bescheid weiß, weiß Bescheid. So heißt man Lied. Willst du es dir mal anhören? Nicht so gern, aber leg los. Dann hol dir eine Tasse Tee oder sowas. Mach's dir gemütlich und spitz die Ohren. Hübsch. Ist das dein Lied? Sehr schön. Hey, hör dir bitte mal an, wie ich Pokémon-Rufe imitiere. Aufgepasst, ich ahme jetzt den Ruf eines deiner Pokémon nach. Welches deiner Pokémon habe ich eh nachgemacht? Labras auf keinen Fall, Relax und Draht. Das vielleicht. Schade, schade. Und das war der Ruf von Relaxo. Aha. Das war ein ziemlich kurzer Ruf. Aber dein Gesang, deine Musik ist ziemlich gut. Aber wenn du nicht wirklich singst. Und was sagst du? Hat's bei dir nicht irgendwie die Erinnerung an eine schöne Begebenheit wachgerufen? Ja. Sentimental werde ich dadurch jetzt nicht durch diese Musik, aber. Ist schon nicht schlecht. Möchtest du ein Trinkgeld geben? Auf jeden. Arsch ist doch nicht, das ist nicht schlecht, kann man. Mal 1000. Ist doch mal wert, oder? Danke. Ich hab dir ein Lied geschenkt. Du hast mir dafür Trinkgeld gegeben. So haben wir beide von unserem Leben profitiert. Komm doch wieder mal vorbei und hör mir zu. Wirklich schön. Nicht, dass die andere Pokémon-Musik nicht schön wäre. Aber ja. Es war herzerwärmend. Und was haben wir hier? Wen haben wir hier? Es gibt Dinge, die man nur zu zweit tun kann. Wie etwa streiten. Oder Leckereien teilen. Aha. Wie ist das Pokémon noch gleich? Ich hab's vergessen. Ich vergesse es glatt. Wenn ein paar Leckereien übrig sind, dann bekommen sie der Stärkere. Ach, das rechte Stärkere oder was? Aha, nach der Philosophie wird hier gehandhabt. Die Flammengegner in der Pokémon-Pension. Angeblich sind das keine Eier, sondern Wiegen. Aha, da erzählst du mir aber was. Okay, hier geht's schon raus auf die nächste Route. Das wollen wir noch nicht tun. Wir wollen erstmal noch Tempera City erkunden. Hier haben wir noch ein paar Leute, die hier wild rumstehen. Hast du jede Menge Pokémon gesammelt, zaubert das bestimmt ein Lächeln auf dein Gesicht. Die Legende des Kalos-Region, sagen ja, dass das legendäre Pokémon tief und fest schläft. Daher gibt es auch so wenig Geschichten darüber. Okay. Wenn du mit Regentanz für Regen sorgst, trifft Donner auf jeden Fall. Sag nur Regen gut, alles gut. Von Niesregeln bekomme ich nie genug. Es reimt sich das bestimmt. Zwang auf, wir finden das Item Wolkentafel. Wolkentafel wurde in der Itemstasche verstopft. Da haben wir einen hübschen Blick auf die Spuren der Magnetbahn. Die Schienen, meinte ich. Jetzt in der Höhle? Nein, in der Arena. Oha, Schreck. Na gut, die gibt es scheinbar nur diese Arena. Machen wir die auch noch in diesem Part, wie es ausschaut.
Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Ich musste dich treffen, weil ich unbedingt eine Mega-Entwicklung sehen will. Natürlich ist es dir überlassen, ob du eine Mega-Entwicklung einsetzt oder nicht. Das können wir einrichten. Aber als Pokémon-Trainer würde ich gerne sehen, wie was in Pokémon steckt. Herausforderung von Kalem? Hieß er so. Er hieß so. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Kalem. Xiaogon wird von Kalem Pokémon-Trainer eingesetzt. Los, Ratte. Ach ja, unsere Nabras. Das hieß Ratte. Ganz genau. Versuchen wir bis Xiaogon mal hier das Body Slam. Keine Wasserattacke. Ich glaube, das ist hier nicht so effektiv. Body Slam. Na komm, halt's durch, Ratte. Du kriegst das hin. Lässt aber noch ein bisschen zu wünschen übrig. Los, Sofa. Na komm. Los, Labras. Hätte ich dich von Anfang an mit Wasser an. Von Anfang an. Wo nehme ich mal diese Tees her? Von Anfang an hätte ich hier mit Wasserattacken einsetzen sollen, dann hätte das hier besser gewirkt, denn wenn ich das gewusst hätte. Ja gut, Psyogon, was ist das für ein Typ? Elektro eventuell? Ich weiß es nicht. Nabras kämpft natürlich weiter. Absolut, Level 31. Mal schauen, ob Pratte noch besiegt wird. Ansonsten mal schauen, ob das noch was mit der Mega-Entwicklung wird. Also, mein Nabras kann leider keine Mega-Entwicklung. Daher muss das schon besiegen, um irgendwie an die Mega-Entwicklung zu kommen, um das sehen zu dürfen. Markus reicht Level 33. Das ist gut. Und wir kämpfen natürlich weiter. Wir sind wahrscheinlich auch gleich besiegt. Ja, am Fitzel. Es ist natürlich Wassertyp gegen Wassertyp. Oh, H2O-Absorber. Das ist nicht schlecht. Na gut, die Attacker. Na gut, das wird wahrscheinlich jetzt das Ende von Ratte sein. Das Ende von meinem Labras. Okay, Labras hält noch ein bisschen durch. Tja, dann sieht es wohl, glaube ich, gerade fast so danach aus. Jetzt lassen wir die Mega-Entwicklung heute mal aus. Schaut danach aus. So, Pokémon besiegt. Tut mir herzlich leid. Du hast mal wieder eindrucksvoll demonstriert, wie stark du bist. Zwangvieh gewinnt 3300 Pokémon-Dollar, geht siegreich aus dem Kampf gegen den Rivalen Kalem hervor. Na dann, wir sind zur selben Zeit von Ekissia aufgebrochen und haben denselben Weg zurückgelegt. Und doch unterscheidet sich unsere Stärke. Liegt es an dir? Fehlt mir das nötige Talent? Gib auf jeden Fall dein Bestes in der Arena. Das werden wir tun, aber wir werden vielleicht vorher unser Pokémon-Team mal heilen. Das wäre nicht so verkehrt, das Pokémon-Team zu heilen, bevor wir zur Arena gehen. Ist nach dem Kampf gegen Kalem auf den Rollerskatern, die ganz elegant durch Städtchen gleiten. Kopfkratz. So kurz im Pokémon-Center gewesen. Jetzt wird zurückgeleitet zur Arena und versuchen wir uns heute mal in der Arena, was auch immer da kommen mag. Oh, ja gut, Tempera-Arena, Pflanzentyp. Da müssen wir mal wen anders nach vorne tun. Das Wasser fand ich nicht so toll.
ganz vorne im Team, da tun wir mal Markus nach vorne. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Der alte Amaro kämpft mit dem Pflanzen-Typ, mit Pflanzen-Pokémon. Auf dem Weg zu ihm findest du überall Lianen, die von der Decke herabhängen. Greif nach ihnen, greif nach einer, halt dich gut daran fest und schwing dich damit über die Abgründe. Mit genügend Schwung wird der Sieg dein sein. Ja, okay, Pflanzenarena, das wird jetzt nicht so schwer sein. Pokémon Arena von Tempara City, Arena Leiter Amaro, anerkannte Trainer. Noch keiner. Wir sind die Erste. Hops, hoch geht's. Die Pflanze wird unten für unser Starter-Pokémon. Wir haben ja das Feuerstarter-Pokémon gewählt. Wird nicht so schwierig sein. Uns mit unserem Starter-Pokémon da voran zu kämpfen. Okay, es hat sich eine Sackgasse. Was zu erwarten war. Wir müssen tatsächlich hier erstmal lang und im ersten Trainer kämpfen. Flower Power! Spüre die Kraft von der Natur! Okay. Eine Herausforderung von Pokémon Ranger Guy. Und Vegeta wird von Guy, Pokémon Ranger, eingesetzt. Sein einziges Pokémon. Los, Markus! Mein Feuerstarter. Ja gut, so viel dazu. Los, Markus. Nitro-Ladung. Mach's kaputt. Na gut, Kratzfurie. Einmal darf einsetzen. Zweimal darf einsetzen. Dreimal darf einsetzen. Nitro-Ladung. Mach es alle. Okay. Und was unter, also was von machen alle, hast du nicht verstanden. Mach's kaputt. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr vorgestellt. Gut, der Levelunterschied ist jetzt auch nicht so groß. Dadurch. Tja. Wir sind auch etwa gleich aus, deswegen ja. Eisstrahl für Ratte. Okay, das bringt sehr viel. Wie wär's mit Regentanz? Das können wir doch vergessen. Jetzt zwei und Schub. Der Ratte vergisst Regentanz und lernt Eisstrahl. Wie großartig. Wohin bist du bloß diese Kraft? Das sind 2560 Pokémon da. Geht siegreich gegen den Ranger. In der ersten Arena Trainer. In der Arena. In der Pflanzenarena hervor. Rauf geht's, weiter voran in der Pflanzenarena. Markus muss eventuell mal wieder geheilt werden. Vor dem nächsten Trainer sollten wir das mal tun. Vor dem Arena-Net auf jeden Fall. So, hier mal hoch. Ich glaube, das ist jetzt hier kein so schlimmes Rätsel. Da wissen wir, wo wir lang müssen. Ist jetzt nicht so. Einmal mit einem Supertrank nachgeholfen. Okay, wo müssen wir lang? Ich glaube, wir müssen mal nach oben. Ich versuch's mal. Nein, hier ist eine Sackgasse. Und wieder runter. Ein bisschen experimentieren muss man dann hoch. So, hier nach links. Einmal runter. Sieht doch ganz gut aus, oder? Da ist schon der nächste drin. Ich versuch's mal rechts. Ich will mal gucken, was es da rechts zu sehen gibt. Bevor wir hier weitermachen. Einmal gucken. Einmal gucken, nur ganz kurz, ganz kurz. Einmal kurz nach rechts. Nicht zu lange nach rechts. Ah, wieder ein Trainer. Und sieht mir nach einer Sackgasse aus. Sieht mir sehr gut nach einer Sackgasse aus. Sehe ich schon von hier. Also gehen wir mal nach links. Links ist doch immer die bessere Wahl. In jeglicher Hinsicht. So, hier die nächste Arena. Trainer, beziehungsweise die nächste Arena-Trainerin. Ich werde die Freude am Sieg über dich mit meinen Pokémon teilen. Dann tu das. Tu dir keinen Zwang an. Eine Herausforderung von Pokémon Ranger Elodie. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Pokémon Ranger hier in der Arena. Das ist ein Ranger-Arena.
Na, wie sieht das hier aus? Ich muss mir das vorstellen. Nitro-Ladung. Na komm, das wird doch jetzt hier. Das wird doch kein Hindernis für mein Starter-Pokémon Markus sein. Das ist doch hier nicht. Das ist doch hier nicht die Hürde. Na komm. Schau mal, das ernste Pokémon Roselia besiegt. Gut. Markus sieht den siegreichsten Kampf gegen Roselia hervor. Papageno recht Level 33. Mia recht Level 30. Und das nächste Pokémon. Burma Dame. Na komm. Oder Burma Dam. Madame. Kann man beides sagen. Der Burma Dam. Könnte passen. Der passen wäre. Ich bin mir nicht sicher. Wobei ich mir sicher bin, ist, dass dieser Trainer jetzt besiegt ist. Dass wir es geschafft haben. Level 34. Psychoschock. Na, super gerne. 80 und 100. Na gut, da können wir 1 zu 1 Schub. Psy-Strahl vergessen und Psychoschock erlernt. Sehr gut. Svengina Level 28. Erholung. Was hast du so für Attacken? Okay, gegen Tickel können wir es verlernen. Dann wird dann aber schnell wieder gegen was Besseres verlernt. Erholung. Schnarcher. Was kann Schnarcher so? Ah, nee, lass mal stecken. Abbrechen. Hier passiert gerade ziemlich viel. Willst du gleich von der Entwicklung oder was? Ja, von Svengina wahrscheinlich nicht, aber... Könnte Attacken erhalten. Ja. Schnarche nicht erlernt. So, nach so einer Niederlage sind ein paar Tränen ganz natürlich. Svengina sind 2400 Pokémon-Dollar. Geht siegreich aus dem Kampf gegen Arena-Trainer Nummer 2. Gegen die Rangerin Nummer 2 hervor. Noch keine Entwicklung. Habe ich auch nicht erwartet. Und weiter geht es in der Arena. Voran. So hopst ja an den Lianen entlang. Das sind Stricke. Sind Stricke. Lianen sind ja eigentlich, das sind ja Pflanzen im Dschungel und die sind eigentlich. Eigentlich kann man sich an Lianen nicht wirklich entlang hangeln. Das ist ja. Ein weit verbreiteter Irrtum, dass man, ja, man kennt es aus Tarzan, dass der sich an den Lianen lang schwingt. Lianen sind eigentlich ein ganz, ganz dünnes Gestrüpp, was man, das hält nichts, das hält nichts aus. Und das, wenn du dich daran versuchst zu hängen, das hält erst recht kein Gewicht von einem, kann sich wahrscheinlich nicht mal ein Affe dran lang. Ein Mensch erst recht nicht. Mein Team und ich harmonieren perfekt miteinander. Das macht uns auch so stark. Jo, der dritte Arena-Leiter, Arena-Trainer. Dann sind wir ja bald da. Eine Herausforderung von Pokémon Ranger Kaori. Wir sind ja auch ziemlich weit oben schon. Das heißt, wir werden jetzt gleich bei dem Arena-Leiter ankommen. Jetzt schaffen wir die noch in diesem Part, den Arena-Leiter. Und sonst dann im nächsten Part. Ich vermute aber in diesem Part noch, das ist jetzt hier. Da war noch nicht so enorm viel los in diesem Part heute. Obwohl, ja, den Bahnhof haben wir mitgenommen, die Magnetbahn, die Stadt haben wir erkundet. Ja, mal schauen, wie ich das schneide. Ich werde auf jeden Fall das heute noch aufnehmen. Und den Arena-Leiter. Eine so große Hürde wird er auf jeden Fall nicht sein. Der Arena-Leiter hier wird auf jeden Fall besiegbar sein. Wenn, bevor ich jetzt den Mund zu voll nehme und dann sage, da wird ein Klacks sein. Bin ich mal lieber vorsichtig, aber ich sag's mal so, besiegbar wird er sein mit unserem Starter-Pokémon. Machbar auf jeden Fall. Okay. Der ist eine harte Nummer. Das ist eine harte Nuss. Zauberblatt war echt nicht übel.
Wir haben noch ein paar Tränke mit dabei. So ist es nicht. Nur erreicht Level 35. Trainer besiegt. Trainerin besiegt. Sieht ganz so aus, als würden du und dein Team noch besser miteinander harmonieren als wir. Zwangweg gewinnt 2084 Pokémon da und siegreich aus dem Kampf gegen die dritte Arena-Trainerin. Gegen den dritten Arena-Trainer, geschlechtsneutral. Und gegen den dritten Ranger, geschlechtsneutral hervor. Ja. Trainer ist ja geschlechtsneutral, das ist okay. Das kann ja beides heißen. Und da haben wir schon den Arena-Leiter. Da haben wir gleich eine Rutsche, wenn wir den geschafft haben, den Arena-Leiter, dann können wir hier auch gleich runterrutschen. Markus mal kurz mit einem Trank nachgeholfen. Ich speichere mal kurz, das kann nicht schaden. Mal kurz abgespeichert und dann ab in den Kampf. Und wagen wir uns in den Arena-Leiterkampf. Wen haben wir denn da? Oh, wen haben wir denn hier? Ich habe zuerst gefragt. Ich bin Amaro, der hiesige Arena-Leiter. Na, wie hat dir meine Parcours gefallen? Mittelmäßig. Ich habe jeden Grashalm, aus dem diese Anlage besteht, eigenhändig ausgesucht. Du kannst das als kleinen Vorgeschmack auf meine Stärke verstehen. Und jetzt bekommst du die volle Prallung. Aha, da bin ich mal gespannt. Amaro. Herausforderung von Arena-Leiter Amaro. Papunga wird von Amaro eingesetzt. Ja, wir haben ein volles Team. Wir sind nicht alle so effektiv wie mein Feuerstarter, aber das kriegen wir schon gebacken. Mit Nitro-Ladung kriegen wir es gebacken. Akrobatik. Oh wei. Das war ja ein Volltreffer. Na komm, lass das auch ein Volltreffer sein. Sehr gut. Halte durch. Halte durch, Markus. Nitro-Ladung. Mach's alle. Ein paar Punkte haben sie. Da waren es nur noch zwei, wenn ich richtig gezählt habe. Dürfte, glaube ich, für unser Team nicht die größte Hürde sein. Markus Reich Level 35. Müsste machbar sein. Chef rum. Das kriegen wir doch hin. Auch wenn Markus besiegt ist, wir haben andere Teammitglieder. So, ich habe auf jeden Fall, lieber haben wir auf jeden Fall noch ein paar. Als dann gesehen, Supertrank. Den gönne ich mir gerade mal. Ist am besten. Solange wir noch können, können wir mit Markus weiterkämpfen. Solange wir noch können. Oha. Das war eine ordentliche Attacke. Gut, ich riskiere erstmal Nitro-Ladung. Attacke. Okay. Das war wirklich risky-tisky. Ja. Wir haben noch Beleber mit dabei. Wir können Markus wieder beleben. Wir können es auch erstmal mit seinem anderen versuchen. Papageno, ich glaube, der hat noch Feuerattacken. Das war unser Feuervogel. Glut, versuch es mal damit. Ja gut, so viel zu Glut. Das hat jetzt nicht so viel gemacht, aber am Anfang war es doch. Hypertrank, verdammt. Das war abzusehen, das war eigentlich, das hätte ich kommen sehen müssen. Und die Verbrennung, das ist eine gute Sache. Das ist auf Dauer eine gute Idee. Blut. Wir versuchen es jetzt mit dem Magino noch, soweit wir können, bis es vorbei ist. Dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Na komm, vielleicht kriegen wir Chef rum sogar hin. Mit dem Magino. Blut ist ein bisschen eine schwache Attacke. Aber durch die Verbrennung ist es ja doppelt. Doppelter Schaden. Sehr gut, schon im roten Bereich. Jetzt kriegen wir das sogar gebacken. Das wäre gut für Papageno. Übertrank. Ach, verdammt. Verdammt. Und so werden wir das nie schaffen. Durch die Verbrennung ist es halt praktisch. Gut.
zieht sich halt hier ein bisschen hin, weil Papagenos Attacke jetzt nicht sonderlich die beste ist. Ich lasse trotzdem nur Blut ein. Geben unser Bestes. Bodycheck. Na gut, Papagino hat sein Bestes gegeben. Besiegt ist der Vogel. So, wen nehmen wir jetzt als Nächstes? Und wer kann denn hier noch? Warum eigentlich nicht? Was spricht dagegen? Noah! Du bist dran. Was soll Noah tun? Machen wir mal eine Mega-Entwicklung. Zu diesem besonderen Anlass können wir das doch mal hier mit Power beenden. Hat eh nur wenige KP ist. Aber machen wir's. Nicht Krabums. Da ist kein Ende, aber hätten wir uns fürs letzte Pokémon aufheben können, aber was soll es? Reifungssieg. Und da war Chefrum besiegt. Eine epische Schlacht. Näher reicht Level 31. Ultigaria. Kämpfen wir weiter. Willkommen, Pumpi. Hallo, Pumpi. Ja, ein Pumpi-Wild erscheint. Ein Pumpi-Arena-Leiter erscheint. Noah hat ein paar Erfahrungspunkte und zwei Gina erreicht. Ein neues Level hat erreicht. Ein neues Level. Du besiegst den Arena-Leiter. Deine Freundschaft zu deinem Pokémon bedarf viel Liebe und Geduld. Zwangfliege und 5440 Pokémon-Dollar siegreich aus dem Kampf gegen den Arena-Leiter Amaro hervor. Und haben wir es geschafft. Was für ein fulminanter Kampf. Dein Team vertraut dir und du vertraust dein Team. Als Zeichen deines Sieges verleihe ich dir den Blattoden. Und der Blattoden ist unser. Hervorragend. Zuge erhält von Amaro den Blattoden. Mit dem Blattoden kannst du auch außerhalb des Kampfes die Vorattacke Fliegen einsetzen. Das freut mich auch so ordentlich. Aus dem Geräuschen dir ab jetzt alle Pokémon bis Level 60. Sogar Petrosch erhältene. Oh, und das ist auch noch für dich. Tim Strauchler. The fuck?